zurück bei Dark Souls Remastered. Wieder mit den beiden Pappnasen hier. Da, die und die. Hallo. 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 So, komm in meinen Fahrstuhl. Jetzt hakst du bei uns wieder. Wow. Oder bei mir jetzt. Ja, ich muss die Verkabelung bei mir testen. Auch. Auf jeden Fall dürfte ich im Stream und in der Aufnahme nicht haken. Oh, ordentlich. Komisch, ja, das hat irgendwas mit den Kabeln zu tun. Ich hoffe mal, dass es dann morgen weg. So, Fahrstuhl aktiviert. Abkürzung funktioniert. Geil. Ah, super. Sehr, sehr gut. Komisch, dass das hakt. Vielleicht ist es auch PSN? Nee, aber eigentlich. Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Bug in okay, der neuen PlayStation-Version. Vielleicht? Luki, weißt du, warum der PC da nicht ist? Ich weiß es gerade auch nicht. Taucht. Taucht er vielleicht erst später auf? Vor dir, Ritter. Tja, müssen wir wohl ohne NPC leben, wa? Lieber NPC, versteckst du dich irgendwo? Keine unsichtbare Wand? 1000 Nachrichten. Pass auf, Lügner. Falle. Scheinbare Wand. Liar Ahead. Illusionary Wall Ahead. Wer ist jetzt der Lügner? Ja. Man weiß es nicht. Gut. Vielleicht ist er hier ein. Nein, auch nicht. Das wäre geil gewesen. Alle vor der anderen Wand. Und rechts daneben ist die geheime Wand. Genau. Tja, dann, wir könnten aber echt über welche sagen. Naja. Ich halt's nicht aus. Okay. Das ist ja mal ein schöner Folgeneinstieg. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich direkt der Boss jetzt oder so. Hey. Oh, Arturias. Nice. Aua. Zu einer Reichweite, ey. Oh, Gott, das shit. Oh, wow. Will mich einmal heilen. Danke, darf ich mal? So. Nein. Okay, was macht das? Was Gutes? Es leuchtet blau. Oh, ich glaube, ich erinnere das recht nicht. Es leuchtet blau. Der haut meine Kügelchen kaputt. Aua. Ey, ich bin voll ausgewichen. Ja, ich boah, du Schwein, Hedda. Ich bin aber voll ausgewichen. Der cheatet doch. Komm hier, nimm das. Oh, wow. Macht einen guten okay, der hält okay, aber echt viel aus. Aua. Hoho. Der Schlag hat echt eine komische Reichweite tot. Hält doch nicht. Boah. Wow, weg. Gut ausgewichen. Gut, dass ich mit mehreren bin, ey. Geht ja lieber auf euch jetzt. Komm. Komm schon, Arturias. Nein, Rocket! Nein. Oh, okay. So knapp auch noch. Shit, ich hab nicht auf meine Zauber geachtet. Meine große Verbrennung war alle und ich war in der Animation gefangen. Ah. Nimm das, Arturias. Rache für Nukula. Oh Gott. GG. Ah, GG, Hedda, aber der Tod war so dumm. Ja, kenne ich, so kenn ich heute, kenne ich Seele von Arturias. Oh nein. Puh, ganz schön knapp, ja. Auch gerade der letzte Kill bei mir, der war echt lucky. Der ist ja gestorben und deswegen... Ist dir aufgefallen? Entschuldigung, ist dir aufgefallen im Intro, dass sein linker Arm offenbar kaputt ist? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Nee, also er hatte quasi das Schwert mit seinem rechten Arm auf der rechten Schulter und der linke Arm, der hing so runter. Da habe ich gerade im Intro, in dem Video auch ganz viel drauf geachtet. Der hat quasi einen lahmen linken Arm, der irgendwie kaputt ist oder so. Und wenn ich das jetzt sage, dann müssen bei dir jetzt ein paar Glocken läuten im Hinterkopf, weil in Dark Souls 2
da haben wir das Schwert des Artorias gefunden, falls du dich vielleicht noch erinnerst. Das war in diesem DLC mit der ganzen Asche, wo wir diesen NPC bis nach unten gefolgt sind, der, wo ganz viel verfluchtes Zeug und so weiter ist. Da haben wir das Schwert gefunden und in der Beschreibung stand, glaube ich, dass der Träger des Schwertes ein Linkshänder ist. Oder dass irgendwas mit Linkshänder. Ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall, das Schwert hieß nicht Schwert des Artorias, es hieß das majestätische Schwert. Und in der Beschreibung stand drin, dass dieses Schwert immer weitergegeben wurde von Schwertkämpfer zu Schwertkämpfer. Und dass alle Schwertkämpfer tatsächlich Linkshänder waren. Tja, genau. Eher nicht mehr. Und wenn man das Schwert, genau, und wenn man das majestätische Schwert in der linken Hand tatsächlich geführt hat und mit beiden Händen auch geführt hat, dann hatte man teilweise auch das Moveset von Artorias. Cool. Ja. Mal gucken, was seine Seele dazu zu sagen hat. Vielleicht gibt die uns ja ein bisschen Aufschluss. Seele des Ritters Artorias, der im Dienste von Fürst Gwyn stand und von den Abgrund verschlungen wurde. Die Legende, der zufolge Artorias den Abgrund zurückgedrängt hat, ist nur zur Hälfte wahr. Es scheint, als wäre er besiegt und seine Ehre gerettet worden, und zwar von einem unbekannten Helden, der der wahre Bezwinger des Abgrunds ist. Oh, wir? Fragezeichen? Das sind wir, genau. Der unbekannte Held. Genau. Schau dir vor allem mal die Seele ganz genau an. Ja, sieht halt ein bisschen anders aus. Da sieht mir ein helles Licht in einem dunklen. Also quasi. Oh, was war das denn? Also quasi sein. Was? Bei mir war nur gerade ein super lautes Geräusch. Ja, irgendwas. Ja, ein sehr lautes Störgeräusch. Ja, das hört. Ich glaube, das PSN ist heute wieder ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, oder meine Kabel, das hört aber nur ihr. Das ist halt ein helles Licht im Dunkeln. Also quasi, man sieht ja auch echt, dass die Finsternis quasi der Abgrund ihn verschlungen hat, aber er immer noch Licht innen drin hat. Würde ich mal interpretieren. Genau. Was halt symbolisieren soll, dass er vom Abgrund übermannt worden ist. Ja. Aber noch nicht komplett. Quasi. Oh, ich höre bestimmt einen NPC. Ah, da bist du gelaufen. Okay. Eine Tür. Sehr gut. Verschlossen. Okay. Toll. Oh Gott, ein messerwetzender NPC. Das kann ja nur gut werden. Okay, wie komme ich auf diese andere Seite? Ich muss hier wieder springen. Immer in dieser Löcher. Seite? Bei der Treppe? Ja, genau, einfach nur eine Treppe. Kann ich vorbeilaufen, okay. Genau, da kannst du einfach vorbeilaufen. Seele eines Helden. Oh, toll. Da, so, dann muss ich mal den Schlüssel finden für die tolle Tür da oben. Tolle Tür. Tolle Tür. So, eine Nebelwand oder es geht geradeaus. Oh, ein Bonfire. Genau. Sich auch auf jeden Fall zu kindeln, also aufzuwerten. Okay, da geht's auch. Genau, auf jeden Fall. Du kannst über, kurzer Mini-Spoiler, Heather, du kannst gefahrlos durch die Nebelwand laufen. Okay. Aber erstmal würde ich an deiner Stelle auch tun. Erstmal ein bisschen aufsteigen. Ich weiß gar nicht, was ich nochmal machen wollte. Zauberei habe ich jetzt, glaube ich, genug. Intelligenz auch schon gemaxt. Was mache ich jetzt nochmal? Vitalität ein bisschen vielleicht? Mehr auszuhalten und. Kondition. Ja, mit Vita kannst du eigentlich selten was falsch machen. Ich mach mal jetzt ein bisschen Vitalität und Kondition ein bisschen höher. Ja, ein bisschen wirst du brauchen. Das stimmt. So allmählich. Ich kann. Ich darf nicht zurück zum Boss? Hä? Vielleicht so? Wirst du eventuell invaded? Vielleicht werde ich gerade invaded, ja. Weil die Nebelwand aufgetaucht. Das passiert an der Stelle häufig. Aber ich habe keine Meldung bekommen, oder ich habe sie übersehen. Chat, war da eine Meldung? Ich habe sie nicht gesehen. Oh ja, wahrscheinlich. Oh ja, Invader. Kommt erst verspätet. Ja, dann Viertel. Ja, bin dabei.
Er kämpft auf meinem Niveau. Oh, fuck it. Kämpft zwar auf meinem Niveau, aber er ist gut. Ah, scheiße. Boah, das hat der Dolch eine Reichweite. Was? Das shit. Ach, das ist gar kein Dolch. Das war ein größeres Schwert. Ach, fuck. Ich hatte gedacht, er kämpft mit so einer kleineren Waffe. Naja. Ich habe ja gerade aufgelevelt. Also, die... Sarah-Line, du musst das nicht in Großbuchstaben schreiben. Das ist okay, wenn es in Kleinbuchstaben ist. Ich komme da auch mit klein geschrieben. Du musst das nicht extra groß schreiben. So. Ach, du kannst jetzt mal durch die Nebelwand. Ja, ich will gerade erstmal wieder Mensch werden. Beziehungsweise zurück durch das Nebeltor, zurück in die Boss-Arena. Alles gut, Sarah-Line. Jo. Jetzt kann ich hier auch durch. So, Nebelwand. Ah ne, da sitzt jemand, oder? Oh. Jetzt habe ich aber erstmal ein violettes Feiglingskristall bekommen. Mal kurz gucken, was ist das? Items. Das ist anscheinend doch da. Violetter Feiglingskristall. Online-Spielobjekt. Verlässt Kampf des Stoizismus. Okay, Spiel endet, wenn der Host das Spiel verlässt. Ja, der Sieg in diesem Kampf führte einst ins uralte Anno Londo. Doch selbst in Abwesenheit des Aufsehers ist Kapitulation eine Schande. Im Namen der Ehre eines Kriegers solltest du diesen Kristall nicht leichtfertig verwenden. Okay. Was macht... Ich verstehe nicht ganz, was Sinn macht. Spiel endet. Du hast jetzt quasi die PvP-Arena freigeschaltet. Es gibt ein richtiges PvP, eine richtige PvP-Arena in Dark Souls. Und du kannst aus dieser PvP-Arena eben flüchten, wenn du diesen violetten Kristall eben verwendest. Das ist aber ganz umständlich geschrieben. Viel interessanter ist aber die Tatsache, dass diese Arena da wohl dazu verwendet wurde, um zu testen, wer würdig genug ist, um nach Anno Londo zu kommen. Quasi der Zweck, den jetzt Sans Fortress erfüllt. Dann ist die Theorie ja vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass eventuell Sans Fortress quasi auf den Ruinen dieser Stadt gebaut wurde. Eventuell. Könnt ihr mal gucken, was dieses blaue Etwas hier zu erzählen hat. Sieht auch so ein bisschen... Nee, warte mal. Die ist nicht pflanzenbewachsen. Sah gerade erst so aus. Hat die gleich... Du meinst, die Werte damit die gleiche Rüstung wie Artorias hat? Die gleiche an, die ist so viel kleiner, deswegen kann man so schlecht erkennen. Und die ist blau. Also es ist nicht die gleiche Rüstung, aber wenn du die Gelegenheit hast, genau, sieht ähnlich aus, aber wenn du mal die Gelegenheit hast, schau dir mal vor allem das Kopfteil genauer an. Ja, die hat so eine Maske auf jeden Fall. Und die Maske kommt mir, dieses Kopfteil kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Dieses schuppige quasi. Hatte das nicht Artorias auch auf dem Kopf, so ein Ding? Nicht ganz. Aber dieser generelle schuppenhafte Stil der Rüstung ist auch der von Artorias. Ja, das schon. Das stimmt auf jeden Fall. Interessant ist, was sie da hinten am Hinterkopf hat, was so aussieht wie ein Pferdeschwanz. Achso, ich hätte gedacht, das ist einer. Ich dachte jetzt, es wären ihre Haare. Was ist denn das sonst? Nee, ist es tatsächlich nicht. Aha. Sie ist ein, wie heißen die nochmal? Ach, jetzt fällt es mir nicht ein. Cool, geh doch mal näher ran. Das sind doch Haare. Das sieht doch eins aus wie Haare. Was soll denn das sonst sein? Was ist denn das? Oder wenn das was anderes ist als Haare, dann kann man das nicht erkennen. Nicht ohne anderen Kontext. Und sie hat einen USB-Port im Hinterkopf. Irgend so ein Stecker. Was soll das? Nee, es ist es sind tatsächlich keine Haare. Es ist eher so dekorativ. Mhm. Also ein Fake-Haarschwanz. Na, mal gucken, was dazu zu sagen hat. You.
Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Seele von Artorias übergeben? Ja, okay. Boah, ich hab's nicht. Sie ist dann halt weg, ne? Ich weiß. Ja, kann ich halt keine Waffen von ihm bauen, aber das habe ich, glaube ich, eh nicht vorgehabt. Und für was anderes als Waffen habe ich sie ja auch nicht, hätte ich sie ja nicht gebraucht. Dann nimm mal. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Dunkelsilberstrahl und Goldstrahl, okay. May the Lord guide thee. May the Lord guide thee. Das war's. May the Jo. So, dann mal eben die beiden Waffeln anschauen. Die sahen aber interessant aus. Dunkelsilberstrahl. Ein Dunkelsilberdolch, welcher von Fürstenklinge Kiaran, eine der vier Ritter Gwyns, verwendet wurde. Das Opfer wird zuerst mit Hilfe der blendenden goldenen Streifen von Goldstrahl abgelenkt, anschließend von Dunkelsilberstrahl mit grausamen Gift vergiftet. Nett. So, und wo ist das Goldding? Da. Krummschwert der königlichen Kiaran, einer der vier Ritter des Fürsten Gwyn. Kiaran führte ihr Schwert in einem bezaubernden Tanz und vertrieb die Dunkelheit mit glühenden Lichtstrahlen. Cool. I want to test. Kann mit den aktuellen Werten nicht benutzt werden, weil braucht 25 Geschick. Alter. Trotzdem. Ja, du machst zwar da keinen Schaden, aber du kannst das Moveset voll austesten. Ja. Was braucht denn der hier? Der braucht auch 25 Geschick. Gibt's irgendwie eine präferierte... Ah, das ist dieses nachziehende Ding. Ah. Cool. Okay, normaler Schlag. Schon geil. Der harte Schlag ist auch ziemlich gut. Ist ein cooles Kombo. Und links. Schau dir mal nochmal den Silberstrahl an. Den Dunkelsilberstrahl. Mhm. Besonders auf die Werte solltest du mal achten. 75 physisch und das war's. Und kritisch 160, okay. Genau, kritisch 160. Was heißt, wenn du damit einen Repost machst oder einen Backstab, machst du halt nicht 100% Schaden, sondern 160% Schaden. Das heißt, den am besten in die rechte Hand nehmen, oder was? Richtig, genau. Okay, ich teste das mal andersrum. Hier den goldenen. Ja, aber die machen sonst nichts Besonderes, ne? Nee. Weder Holy noch was. Jetzt teste mal den. Genau, jetzt teste mal aber den Goldstrahl in der linken Hand aus. Blut, der macht Blutungsschaden voll fett. Oh, der linke, in der linken Hand hat er auch ein cooles Moveset. Unity. Wow, sogar richtig geil. Mega. Okay, die Waffen gefallen mir. Genau, also in der rechten Hand hat der Goldstrahl quasi dasselbe Moveset wie dein Falchion. Vielleicht etwas abgeändert, aber im Prinzip ist es dasselbe Moveset, weil es ein Krummschwert ist. Aber die Waffe ist eher dazu bestimmt, in der linken Hand geführt zu werden. So kämpft auch Kiaran tatsächlich. Geil. Jo, Anga, was mache ich gleich? Ich schaue nach dem Stream mal in die WhatsApp-Gruppe. Vielleicht werde ich die beiden Waffen mal auf für mich. Mal gucken. Zumindest eine. Obwohl, naja, das kann ich ja nicht. Ich bin ja Magier. Ich kann höchstens eine Waffe davon benutzen. Das auch nur wieder in der rechten Hand. Na, du. So, erstmal muss ich mein Falchion benutzen. Und den Zauberstab wieder ausrüsten. Aber egal, die beiden Waffen gefallen mir. Mal gucken. Was die mir noch so bringen. Genau. Kiaran hat übrigens eine
ja, eine gewisse Ähnlichkeit mit den Gemäldehütern. Mhm. Was ihr Outfit angeht und auch ihr Kampfstil, weil die Gemäldehüter, die haben zwar keine zwei verschiedenen Waffen, aber auch die führen zwei Waffen in, jeweils in einer Hand. Und auch bei denen sieht es so aus, als ob sie umher tanzen würden. Deswegen vermutet wird, dass Kiaran die Gemäldehüter quasi ausgebildet hat. Ah, okay. Ah, witzig, ich lese mir gerade die Beschreibung durch für den Duellkampf. Ist ja krass, ist ja voll das fette PvP-System. Für ewige Dichte durch aufeinanderfolgende Siege auf der Tafel der Legenden. Boah, das ist doch bestimmt mega. Duell-Legenden, bin ich mal gespannt, wie viele Siege die da oben haben. 70 nur, das ist ja gar nicht mal so viel. Ich finde auch diese die Duell-Streaks, die sehen noch relativ 16 aufeinanderfolgende Siege. Menschlich aus. Ja, also um auf die Liste überhaupt zu kommen, das ist ja. Ist ja okay. Wahrscheinlich ist 1-2-1-2 ja, noch kleiner. Eins! Was? Es ist im Prinzip ziemlich schade. Dass die Duell-Arena wird sehr, sehr selten verwendet. Die Community macht lieber ihre eigenen Duelle in festgelegten Gebieten, wie jetzt zum Beispiel in dem Gebiet, wo wir gerade sind, wo Heather gerade eben invaded wurde, weil es dort eine relativ großzügige quadratische Fläche gibt, wo keine Mobs sind. Dort könnte man zum Beispiel sehr gut ein paar Fight Clubs machen als Beispiel. Oder an der einen Stelle in der Untoten Burg, wo Heather und ich ja mit dem einen anderen auch ein paar PvP-Sessions hatten. Heather, du erinnerst dich? Mhm, ja. Genau. Wo auch sehr gerne duelliert wird teilweise oder auch sehr viel invaded wird, ist in Finsterwurz selber. Dort wird sehr gerne invaded. Und wo natürlich auch sehr gerne invaded wird, ist das dunkle Anor Londo. Wo kann ich euch denn eigentlich gleich wieder und rufen? Die du kannst uns direkt hier rufen. In der Stadt. Ah, direkt geil. Am Leuchtfeuer. Geil, ja, ich bin am Leuchtfeuer. Ich mach mein Zeichen beim Leuchtfeuer. Ja, also ich habe ja gerade gesehen, 2-on-2 PvP, da brauchst du gerade mal einen Killstreak von 2 oder einen Winstreak. Du bist schon auf der, bist du der Erste auf der Liste. Ah, ist ja ein bisschen lame. Nicht schlecht. oder der hat nicht geladen gerade. Kann natürlich auch sein. Aber selbst 16 im 1-on-1 finde ich jetzt machbar. Glaub. Aber ja, das Profi-PvP-System gefällt mir sowieso nicht. Ich knüttel mich noch. Und nun auch ein. Oh, bin ein bisschen neidisch. Wünsche euch einen schönen Reststream. Bleibe noch etwas im Lurken. Passt auf euch auf und hoffentlich bis bald. Ja, Yamiko. Hoffentlich bis bald. Warum sage ich eigentlich mal Yamiko? Yamikyoko ist es doch. Aber das Problem haben wir viele. Sorry. Hoffentlich. Und dann gute Besserung. Hoffe, dass du da bald wieder streamst und dass wir uns mal wieder öfter sehen. Bis bald. So. Na. Ich hab hier um Ecke eben schon eins gekillt, das muss ich jetzt nochmal killen. Na, du Angeber. Manu? Hallo? Hallo? Ist Fox wieder tot? Ja. Fox Exe stop working again. Ich weiß nicht, Herr, da machst du. Machst du noch Jagd auf NPCs? Ich mach grad Jagd auf Gegner, weil die snatchen mich gerade. Oh Leute, komm eben eine Sekunde zum Heilen. Ich bin da. Nein, wow, ich hab's geschafft. Wow. Thanks. Wie jagt ich auch? Wieso Jagd auf NPCs, hä? Seit wann mache ich denn Jagd auf NPCs? Ob du noch vorhast, NPCs zu töten. Wenn NPCs doof sind, so wie Patches, ja. Okay, gut, dann kann ich es dir ja spoilern. Du hattest ja vorhin bei Kiaran die Möglichkeit, ihren Wunsch zu verwehren und die Seele von Artorias für dich zu behalten. Ja.
Wenn du diese Option wählst, das gefällt Chiara nicht ganz so sehr. Die wird dann leicht angesäuert. Sagt dann aber sowas ähnliches wie, nein, ich sollte nicht böse auf mich sein. Das hätte Artorias nicht gefallen. Aha. Wenn du sie angreifst und sie aggro machst quasi, dann sagt sie auch so etwas wie, ach, das ist doch typisch für euch Menschen. Eure Begierde kennt keine Grenzen. Und wenn du sie tötest, sagt sie dann, ihr typischer Todesschrei, aber was man dann ganz leicht nur hört, weil sie das nur sehr, sehr leise mit letztem Atemzug sagt, sagt sie sowas wie mein geliebter Artorias. Was impliziert, dass sie eben was mit Artorias tatsächlich hatte. Da lief was zwischen und damit genau, damit wird quasi auch, damit wollen sie unter anderem auch erklären, warum Chiaran hier in Ulasil ist, weil sie quasi die Seite von Artorias nicht verlassen wollte. Ah. Ja, das werden wir nicht mehr sehen, weil ich sie nicht umbringen werde, die Gute. Oh, ein nackter Mann. Übrigens, wenn du sie tötest, kriegst du ihr Rüstungsset. Ah, oh, verdammt. Wir gehen zurück und töten sie. Oh nein, nur deswegen töte ich sie. Oh, hier ist ein silbernes Auge. Ist auch PvP, ne? Mhm. Aber der Typ ist nackt und der hat nur das Goldschwert in der Hand. Die Nacktheit wird wahrscheinlich nicht lange anhalten. Achso, der macht das nur zum Anlocken. Nee, nicht nur zum Anlocken. Er ist höchstwahrscheinlich, also allein schon, dass du dort das silberne Auge siehst, ist schon ein Zeichen dafür, dass er einem Dracheneid angehört. Mhm. Die Akolyten des Drachen. Da hast du ja auch schon mal das eine oder andere Item dazu gesehen. Besonders die Drachensteine. Ja. Und die Drachenakolyten sehen sich danach selber zu einem Drachen zu werden. Und der NPC zum Beispiel, nicht der NPC, der Spieler, der uns vorhin im Wald invaded hat, das war auch so ein Drachenakolyt. Der hat sich in einen Drachen verwandelt. Der hatte eine drachenartige Erscheinung. Gar nicht gesehen. Oh, also, Joey. Also humanoid, aber Drache. Ah. Willkommen zurück, Joey. Was hast du denn für eine Frage? Und wie geht's dir? Oh, guck mal, Fox sich wieder bewegt. Ja, Fox bewegt sich zumindest, auch wenn man ihn nicht hört. Er lebt. Und es hat eine komische Rüstung an. Hat der Artorias. Genau die Rüstung von Artorias. Ja, so. Dieser kleine Angeber. Mhm. Schweigend, aber angeben wollen. So. Alles fällt hier um. Ja. Schnetzel. Oh, eine große Scherbe. Was passiert, wenn man Chiara Artorias Seele gibt und man ihre Waffe erhält und dann sie tötet? Wo sie keine Waffen mehr hat. Naja, sie hat ihre Waffen trotzdem. Boah, cheat. Aus unerfindlichem Grund. Und wenn man sie tötet, kriegt man trotzdem nicht die Seele von Artorias zurück. Ist eigentlich schon ein bisschen inkonsistent, ne? So ein bisschen, ja. Schade. Fox, bleib mal stehen, bitte. Heather, guck dir mal das Schwert von Fox genauer an. Ein Großschwert mit Scharten, mit einer Scharte an der Seite. Warum auch immer man da so eine Scharte reingezogen aber hat. Aber es sieht auch beschädigt aus, ja, ne? Achso, das ist einfach nur kaputt. Ah, ja. Und jetzt schau dir mal das hier an. Du hast es in Heile. Ich habe es in Heile. Ich habe das wahre Großschwert von Artorias. Ach so, Fox hat eine Kopie. Nein, Fox hat auch das, also im Prinzip auch das wahre Schwert von Artorias, aber
Fox hat die Version davon, wie es aussieht, als Artorias dem Abgrund anheimfiel. Ja. Oh, pass auf. Der Backstepper. Nein! Aber noch einer. Nein! Ja. Na! 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 Warum immer ich? Warum gehen die anderen immer auf mich? Das ist so gemein von diesem Spiel. Diese blöde Host-Priorisierung von den Mobs, was soll der Scheiß? Ja, irgendwie zieht sich das durch alle Spiele durch, ne? Zumindest ist es in diesem richtig merkwürdig. Ja, hab ich auch schon gedacht. Auch vorhin beim Bosskampf. So, dann rufe ich euch mal wieder. Ja, hier ist wieder das Zeichen von dem Typen, von dem Lucky Dai. Ah, der Brusthaar. Aber schön, dich wieder zu hören, Fox. Mhm. Haben deine Katzen nicht wieder befreit? So, und Zeichen Nummer 2. Ich will auch endlich Praise the Sun können. Kann ich es eigentlich schon? Ich glaube, das kann ich noch gar nicht, oder? Nein, ich kann das noch nicht. Nee, kannst du noch nicht. Mann. Ich will das auch endlich können. Die beste Pose von allen. Ich bete zum Leuchtfeuer. Oh, großes Leuchtfeuer. Mach mich stark. Mach mich stark und meine Gegner schwach. So, machen wir das mal ein bisschen anders hier. Oh ja, gute Idee. Ah, es killt aber nur einen. Ah! Boah, die haben ein komisches Kacken-Moveset. So. Down you go, my friend. Was? Aufgeblähter Kopf? Was? Und sowas hier. Grab drop! Das in meinem Stream. Köpfe. Sowas erlaube ich nicht. Was ist denn dieser komische Schrei, der immer wieder kommt, diese langgezogene? Was soll das? Boah, wo ist denn dieser aufgeblähte... Was ist denn dieser aufgeblähte Kopf? Ist das eine Rüstung? Ja, ist ein Kopfteil. Der Kopf eines Bewohners von Olasil, dessen Menschlichkeit verrückt spielte, als ihn die Finsternis von Manus, dem Vater des Abgrunds, umfing. Der aufgeblähte Kopf ist rissig und zwischen den Rissen befinden sich unzählige kleine rote Augäpfel. Mit seinem harten Schädel und dem matschig weichen Inneren würde ihn niemand bei gesundem Verstand aufsetzen. Mich erinnert das übrigens, also ich sag das immer wieder, aber der DLC von Dark Souls 1... Oder eigentlich andersrum. Weil der DLC von Dark Souls 1 erinnert mich immer so ein bisschen an den Ult Hunters DLC von Bloodborne. Allein schon zum Beispiel jetzt wegen diesen hier, die sehr viel Ähnlichkeit haben mit dem Patienten, mit den aufgeblähten Köpfen. Irgendwie habe ich gerade auch mit diesen roten Augen und so. Auch, dass man sich in einer Version eines Gebietes aus dem Hauptspiel in einen früheren Zustand wiederfindet, ist auch ähnlich wie bei dem anderen DLC. Oder dass man dann als allererstes gegen einen ehrenvollen Ritter kämpft. Ist auch sehr, sehr ähnlich. Da haben wir auch voll von sich selbst kopiert. So, wo ist der Typ, der jetzt noch kam? Ah, da. Da sind echt eine ganze Menge witziger Parallelen. Genau wie mit dem Kanehurst und den gemalten Schloss. Ja, das auf jeden Fall. Ja, es gibt bei beiden kriege ich glatt Heimweh, wenn du Kanehurst erwähnst. Ja. Die Angstzustände. Sie haben bei Bloodborne, was ja auch gut ist, ein paar Strukturen echt ziemlich cool nochmal wiederholt. Oh. Oh, pass auf. Ja, hier ist ein großes Loch. Da möchte ich nicht reinfallen. Verdammt, wir müssen nochmal andere Richtung einschlagen. Bringt's was, da runter zu springen? Aus dem tun wir eh später, ne? Obwohl, nee, wahrscheinlich ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht sogar jetzt machen sollen. Ich mach's einfach mal jetzt. Warte mal. Ah, okay. Wahrscheinlich muss man nämlich hier rechts rein. Alles und dann kann man hoch.
Oh. Gucken wir uns ehrlich an. Oh nein, es rennt weg. Den kriegen wir nicht mehr. Nee, auch nicht mehr. Nee, ganz vergessen. Das ist interessant, weil diese Message hier ist kein Spielertipp. Hä? Ich will die Message weg. Okay. Ich höre was. Ja. Es werde Licht. Warte mal, Fackel oder sowas? Gibt's? Nee, aber eine Fackel haben wir nicht, oder? Du hast eine Laterne. Ah ja. Du hast mehrere Dinge, die Licht geben, glaube ich, ne? Nehmen wir das, was am einfachsten ist. Habe ich das Ding weggelegt? Gib die Leuchte mal. Oh, scheiße, ich glaube, du hast. Hab die Leuchtehelm abgelegt. Du hast die Made eingetauscht. Ah ja, schon, ich hab die eingetauscht, richtig. Du hast die Made eingetauscht. Dann muss ich. Deswegen sag ich ja drin. Naja, ich nehme schon die Laterne. Ich glaube, du hast noch eine Laterne. Ich finde, ich die nicht im Kasten gelegt habe. So, bestimmt nicht. So, die nützliche Items wollte ich eigentlich nicht weglegen. Boah, da. Yeah, wie geil. Das ist aber echt schwer zu finden. Das ist geil. Ja, mega. Ohne den und Tipp vor allem, da ist eigentlich ist das was Wichtiges drin. Ja, den Tipp hast du immer, weil das ist ja, ein Spieler-Message. Ohne den Tipp ist das echt hart. Wahrscheinlich haben sie es ohne Tipp versucht und dann gemerkt, es klappt nicht. Silberanhänger. Okay. Was ist das? Der ist auch sehr interessant. In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Er ist ein uralter Schatz aus Anolondo und wurde Artorias verliehen, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrunds, besonders in ihrer magischen Form. Okay. Den kannst du mal testweise anlegen als in deine Schnellleiste. Das ist nämlich ein Consumable. Das ist ein, genau. Aber ein Consumable, das sie nicht verbraucht, oder was? Genau, oh, genau. So wie die Spieluhr. Nein! Ich sehe nur, wie du um die Ecke verschwindest. Wow! Fett. Das ist eigentlich geil. Ich bin mal sehr gespannt auf nachher. Das können wir jetzt alle machen. Wir haben einen neuen Folgenstart, ja, glaube ich. Synchron bitte. 3, 2, 1. Wow. Ah, wir waren synchron. Nochmal. 3, 2, 1. Aha, was war los? Auf 0, ne? 3, 2, 1. Ihr müsst doch bei 1 drücken. Nicht bei 0 drücken. Ich dachte auf 0. Ja, aber auf 0 zünden und nicht auf 0 drücken. Okay, wir zünden bei 1. 3, 2, 1. Ja, passt. War schon mal gut. Sehr nice. Ja, ist immer dieser, was macht man bei Null, ne? Ja. Hey, mein Freund. Oh. Bringt das was gegen die? Aber eigentlich sind die ja so schon sehr tödlich. Oder sehr verwundbar. Nicht sehr tödlich. Sehr totmachbar. Ach, lol. Ist ja geil. Hast du gesehen? Ja, ja, hab ich gesehen. Ah. Bitte. Ich schütze dich ja da. Ja, wir müssen ihn aber auch mal töten. Oh, ist noch einer. Das kann auch schnell nach hinten losgehen. Oh. Okay, wir töten ihn nicht, wenn wir alle nur das Ding spammen. Du hast keine Macht hier. Du kommst nicht vorbei. Warum sind die geöffnete Truhen? Okay. Das finde ich nicht nett. Finstere Kugel. Das ist ein Zauber oder irgendwas, oder? Oh. Na gut. Dann muss ich mir eben dieses Zaubergedöns angucken. War das keine Schriftrolle? Doch da. Die Zauberei des Abgrunds, entdeckt von einem Osil-Zauberer am Rande des Wahnsinns. Sie feuert eine riesige finstere Kugel. Im Gegensatz zur Standard-Seelenzauberei ist die Zauberei des Abgrunds gewichtig und fügt körperlichen Schaden zu. Vielleicht neigen menschliche Seelen aufgrund ihrer Menschlichkeit zur greifbaren Präsenz. Kann hätte er jetzt super krassen physischen Schaden ausrichten, ja, oder wie? Kann er. Geil. Ist das nicht ein Wunder gewesen? Nein, das ist eine Zauberei. Geil. 12 Slots. Muss ich 1 Slot. Nächstes Bonfire sofort testen. Okay, hier ist irgendwie Ende. Gelände. Alles klar. Schubs. Ich schubs dich. Hä, warte mal. Aber wenn hier Ende ist. Und genau. Und das ist der Grund, warum die Zauber im DLC so mega OP sind.
die Zauber skalieren mit deinem Int-Wert und natürlich auch mit der Wirksamkeit deines Katalysten. Oh, machen schlecht. Aber keinen Magic Damage, sondern halt physischen Schaden. Gerade knackt's aber mega. Sorry. Ich habe die Verzeihungsmaske gerade bekommen. Oh ja, die ist lustig. I'm sorry. So, Nukula, du musst gleich nochmal kurz wiederholen, was du eben gesagt hast. War eben Tonstörung. Klar. Gucken wir mal kurz die Verzeihungsmaske vorher an. Ein von Goch in Gefangenschaft aus einem Urbaum geschnitzte Maske. In jede Schnitzerei legte Goch eine Emotion, was ihm dabei half, seine persönliche Erleuchtung zu erlangen. Wenn die Maske in ihrer Ruhe gestört wird, spricht sie und drückt die Emotion, die in ihr liegt, aus. Diese Maske sagt Verzeihung. Kennst du die Reue in ihren Augen? Hallo! So. Witzig. Wieder hoch? Nee, was ich noch vorhin gesagt habe, bevor das Geräusch oder das Störgeräusch mich unterbrochen hat, die Zauber im DLC sind genau deswegen halt so mega OP, weil sie skalieren natürlich mit deinem Instat, skalieren dementsprechend auch natürlich mit der Wirksamkeit deines Katalysten, machen aber keinen Magieschaden, sondern physischen Schaden. Mhm. Okay, und dadurch sind die meisten wieder nicht so gut gefeit, ne? Genau. Okay, wo müssen wir jetzt weiter? Wir können auch einfach da hinten runter, oder? Wir können den Hauptweg oben weiter, ne? Lassen wir den Hauptweg oben weiter. Ich würde jetzt quasi hinter Fox rüberspringen. So. Und hier wieder hoch. Da bin ich mal gespannt, wenn ich ihn nachher einslotte, was der wirklich bringt. Und was halt natürlich bei den bei diesen Zaubereien halt auch der Fall ist, die könntest du theoretisch zu 100% blocken. Ist es also wenn du ein 100% Blockschild hast, ist aber nicht zu empfehlen, weil diese Schilder beziehungsweise diese Zauber haben einen unheimlich großen Stamina-Schaden. Ach so. Dann stunlockst du einen. Ja. Sehr gut, Maske. Geil. Very good. Very good. Boah, wie weit sind die im Inventar und ey. Ich höre selber Text, ne? Ja. I'm sorry. Very good. Very good. Das ist lustig. Jetzt hast du endlich den Ursprung dieser eigenartigen Steine gefunden. Ja, Goch, der Spinner. Hi. Ich find's lustig, dass die Dark Souls 2 wieder eingebaut haben. So, da hinten ist noch ein Patzke. Das ist lustig. Das ist voll geil, dass man die damit ablocken kann. Das ist echt mega. Nur leider keine Flasks mehr, ich sterbe zu wenig. Jo, warum leuchtet der denn so? Leuchten die alle so? Oh, schön. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker mit den roten Augen. Oh, der hat sogar den Backstab überlebt, stimmt. Cheater. Nee, ich glaube, der wusste nicht, dass er tot ist, oder? Ich weiß es nicht. Na komm. Kill it. If it bleeds, you can kill it. Hast du nicht auch wieder recht? Abfall, was ist das denn? Also Abfall habe ich genug in meiner Wohnung. Wertlos. Wertloser Abfall. Wer töricht genug ist, diesen mit sich herumzuschleppen, sollte dringend Hilfe suchen. Damit hättet ihr mein Spiel zumüllen müssen. Während. Ich frag mich, ob das so gedacht ist, aber während du nur Abfall gelegt hast, ist ein Gegner von der Decke gefallen. So. Quasi extra eine Falle für Header. Wo bleibt man fest? Alle Texte liest. Aber Header, ja. So nutzlos ist der Abfall gar nicht, weil er gibt warm und er gibt soft. Ah, okay. Boah, Mann, ich hasse das, wenn die alle auf einen gehen. So, bisschen zu allen Seiten. Ah, sehr gut, der ist down.
Ah, sehr gut, du bist direkt hierher gelaufen. Ne, ganz über die Wand, schade. Irgendwer sniped da. Chester, was ist mit Chester? Haben wir Chester schon getötet? Chester kommt mir bekannt vor, sind die schon tot? Au! Was ja, mit Chester kommt, ist, weiß ich nicht. Muss mal kurz hinter die Säule verschwinden. Ah ne, übrigens ein Gegner mit. Okay. Folgt uns einer. Sorry. Muss mal eben Humanities einsloggen. Mich mit Humanities zu heilen. Was, du schießt gerade? Ja, ich bin hinter der Säule. Au. Ja, komm, wir machen einen Effekt da oben. Diesen kleinen Spaßvogel. Oh, ist immer nett. Ach, guck mal, der ist Nebel. Gleich runtergeschossen. Ja. Finsterer Nebel lese ich mir durch, wenn ich keinen Stress mehr habe. Ich glaube, hier sind wir safe, ne? Oh, ist runtergefallen. Praktisch. Oh, sehr gut, ja. So, finsterer Nebel. Die Zauberei des Abgrunds entdeckt von einem Ordolzin-Zauberer am Rande des Wahnsinns, erschafft eine Wolke finsterer Nebels. Obwohl finsterer Nebel der Menschlichkeit recht nahe ist, ist er doch ein schreckliches Gift für Menschen. Vielleicht spielt es eine Grausamkeit gegen die Seinen wieder. Mhm. Hallo, Pauline ist. Oh, habe ich das richtig gelesen? Pauline ist. Pauline ist. Sehr gut. Hallo, Pauline. Völlig falsch gelesen. Oder Paul, wie der sein letzten Stream heißt. warte mal, wie kommt man eigentlich ein Item? Verdammt, müssen wir mal zurück. Grüß dich, willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Mal wieder. Wie immer. Ich hoffe, es geht immer allen gut. Seele als Helden. Das ist nicht mein. Oh, hier rechts geht's ja auch nochmal lang. Kurz hier gucken. Schau dich ruhig gut um. Wir folgen dir einfach auf den Fuß. Hier waren wir noch nicht, oder? Nee, ja. Wo hier nirgendwo irgendwas ist. Oh, hi. Oh. Gut, sehr gut. Friss Schwert. Okay, da muss ich rüberlaufen. Ah, da kommen wir mal. Ja, warte mal. Also. Oh, sehr gut. Direkt intuitiv. Ich bin echt erstaunt teilweise, was der Henner alles intuitiv entdeckt und erkennt und sieht. Mimik. Down. Wow, sehr guter Schaden. Wappenschlüssel, nicht Wappenschlüssel. Du bleibst da hinten, ne? Yeah, muss man eben Item lesen, mein Freund. Genau, guck mal in den Schlüssel rein. Wo ist er denn? Wappen. Hä? Da ist er ja, ganz unten. Verbogener Wappenschlüssel. Die Kerben des Wappens sind verwunschen. Und die Tür mit einem mächtigen Zauber versiegelt. Oh. Hi. Leider ist jetzt zu sehr gestockt. Au. Konnte man aus dem Text heraus erkennen, wofür der ist? Nee. Okay. Finde ich zumindest nicht, dass man das konnte. Jetzt wird's aber verzweigt hier. Soweit geht es. Aber Hedda, du hast doch eine verschlossene Tür schon gefunden, oder? Ja, genau. Wir haben eine, also die hätte ich jetzt in Verdacht gehabt, aber der Schlüssel gibt nicht her, dass es die sein muss. Ja, morgen auch noch nicht aus dem Krankenhaus raus. Oh nein, warum das denn nicht? Sind die brauchen die noch so lange? Das war echt ätzend. Okay, hier kann man runterdroppen. Wofür? Also ich glaube da hinten, der Drop, den du zuerst gesehen hast, ist glaube ich nur ein Rückweg. Ja, hier sind wir vorhin hergekommen schon. Hier ist eine Leiter. Dann hoffe ich aber echt, dass sie dich bald mal rauslassen. Ah, hier wäre der Gegner gewesen und die... Und die Leiche. Ah, warte, bevor du irgendwo runterdroppst. Ne, ich dropp nicht. Kannst du noch hier? Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, okay, okay. Ich bin auf die Dachschräge gedroppt. Okay. Okay, hier ist auch irgendwas anderes. Ne, warte mal. Ne, hier kommen wir her. Weil das ist es doch mittlerweile echt langweilig, oder? So lange im Krankenhaus zu hocken. Oh ja, das ist langweilig. So, hier sowas. Bin ich noch nicht weitergelaufen. Weißt du auch gerade gar nicht mehr, wo ihr seid, aber.
Ich bin draußen, wo so ein Balkon war, bin ich runtergedroppt auf so eine Dachschräge. Ja, ich bin hinter dir. Irgendwo muss ich hier noch rüber können. Boah, muss ich da links rüber? Boah. Nee, musst du nicht. Okay, muss ich nicht. Denk an die Mechanik der versteckten Wände. Die andere Mechanik. Ach, Licht. Boah, ist doch doof, ey, ständig die Waffe wechseln zu müssen. Das ist doch eine doofe Mechanik. Ich finde das aber sehr interessant, dass die Physik, sage ich mal, hinter den illusionären Wänden hier in Ulasil tatsächlich Sinn macht. Weil alle Ulasil-Magie ist lichtbasierend. Ja, okay. Roter Brocken, der ist auch neu, oder? Nee, kennen wir schon. Nee, der rote Brocken dürfte eigentlich nicht neu sein. Da war ein Loch. Was macht man mit Löchern? Hindurchfallen. Gott, wir orientieren. Wo geht's denn jetzt wieder weiter? Warte mal, hier kamen wir her. Hier sind wir reingelaufen. Irgendwie muss es... Sind wir hier runtergedroppt? Nee. Hier. Hier ist eine Treppe. Irgendwas für... Fox, bist du das, der Krach macht? Oder wer macht das? Ja, ich bin das. Ich frage mich, wo ihr seid, weil ich glaube, man kann nur noch hier. Wir sind zurück beim Anfang. Also beim Hauptweg. Okay, weil hier ist das Einzige, was ihr noch nicht hattet. Bevor wir weitergehen. Okay, bevor wir weitergehen. Das heißt, hier darf ich noch nicht hin. Aber irgendwie höre ich da Fox da hinten. Da darfst du ruhig. Fox ist da oben. Okay, Fox ist über uns. Wir müssen hoch. Auf zum Fox. Ich habe dich gesehen. Ja, Krankenhaus ist immer langweilig. Okay, boah, das ist super. Wenn das klappt, ist ja geil, dass dein Freund noch Zeit hat. Ist ja auch nicht gerade immer so einfach, immer mal jeden Tag zum Krankenhaus. Er ist recht mit Kind. Muss ja auch versorgt werden, arbeiten, Schule eventuell noch, oder Kindergarten, was auch immer. Hä, wo ist denn der Foxy? Ich bin zu weit gelaufen, oder? Ja, hier sind wir völlig falsch. Aber das ist zumindest gut, dass sie dich besuchen. Raus. Ich mach Krach, um euch anzulocken. Mach das mal. Muss da, glaube ich, irgendwie hier hinten noch links rum, ne? Warte mal, hier. Jetzt da. Da, wo du die Mimik getötet hast. Ja, da bin ich jetzt auch gerade. Ah, da ist noch Nikola. Ja, Fox, wir haben dich. Hey, Fox. Warum sollen wir jetzt hier hin? Hier ist noch ein Item. Oh. Yay! Ich glaube, es ist doppelte Menschlichkeit oder was? Doppelmenschlichkeit, bitte. Doppelt. Dann lohnt sich das ja doppelt. Wer die Menschlichkeit nicht ehrt, ist des Sterbens nicht wert, ne? Genau. Boah, was ein Profi-Jump. Einmal abgerutscht. Nice. Gut, wenn er frei hat, dann geht's ja. Okay, das Haus ist offensichtlich umgefallen. Man sieht. Ja, stimmt. Das ist irre. Okay, ich wollte noch. Lass mich doch einmal gucken, Mann. Muss mir nicht immer sofort den Weg spoilern. Na, ich spoiler den Weg doch gar nicht. Abkürzung freigeschaltet? Wohin? Geil, oder? Yes. Nice. Oh, ups. Gereicht, um zu erkennen, wo wir sind. Ja, locker. Easy. Okay, fast wieder hochgefahren. Du kennst schon eine gute Idee in der Hand. Lame. Das ist echt, das hat's in sich. Okay, warte mal, dann bereite ich mich vor. Krass, eigentlich lohnt sich's. Au, wow. Danke. Oh, wo kam der denn her? Den habe ich nicht gesehen. Seite abgelenkt. Den habe ich nicht gesehen. Der rechts von mir hat mich dann gekillt. Ach, der rechts war das okay. Ja, der hat nur gut, dass wir eine Abkürzung freigeschaltet haben. Aber müssen eh die Folge zwinker, beenden. Zwinker. Wir müssen eh die Folge beenden. Oh, wirklich? Ja. Oh, so spät schon. Ja, die Folge, nicht den Stream. Ja. Der Stream geht noch weiter. Nur die YouTube-Folge wird beendet.
Also Twitchler, nicht abschalten. YouTube, wir sehen uns übermorgen. Nicht den Kopf verlieren. Ciao. Boah, ich hab den Kopf verlieren.